wie schön, wie es dahin geht. Ja, und hiermit herzlich willkommen. Ich bin Sandy und heute spielen wir Horse Life Freunde für immer. Ja, ich habe mir Horse Life Freunde für immer vor kurzem gekauft. Ich habe noch nicht reingeschaut. Das heißt, wir spielen jetzt gemeinsam das erste Mal. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich wieder null Ahnung habe und keinen Peil. Oh mein Gott, wir können uns gleich unser Pferd aussuchen anscheinend. Okay, die Auswahl ist jetzt nicht super riesig. Schauen wir mal, was es so gibt. Oh. Okay, es gibt nur drei Farben von dem Araber. Was ist der Unterschied jetzt? Habe ich jetzt nicht verstanden. Stern, kein Stern. Und Blässe. Und hier sind Stiefel. Oh, du bist schick. Und der ist auch super süß. Mit dem rosa Schnurfel. Mir gefällt es nur nicht, dass er kein Araber ist, sondern Saint-François. Das gefällt mir nicht so gut. Schauen wir uns mal den Anglo-Araber an, oder? Mir gefällt nämlich, glaube ich, das Helle ein bisschen besser. So, oder? Oder? Was sagt ihr? Oh Gott. Das ist immer so schwierig. Aber ich glaube, ich finde sie jetzt, glaube ich, gerade ganz süß. Oder mit keiner. Euch gefällt wahrscheinlich keine Blässe besser, aber ich weiß nicht. Ich finde eigentlich Blässen immer ganz cool. Jetzt schauen wir noch den Saint-François an, habe ich gesagt, oder? Was der so bieten kann. Ach so. Also irgendwie sehen die alle gleich aus, wenn ihr mich fragt. Der Graue ist auch süß, nur mir hätte besser gefallen, wenn er weiße Haare gehabt hätte. Ich hätte gesagt, wir nehmen den Anglo-Araber. Mit einem Stern, oder? Ach, das machen wir jetzt. Wir nehmen eine Stute und wir nennen sie... Oh Gott, wie nennen wir sie? Ach, bei Arabern finde ich eigentlich immer schön, wenn die irgendwelche ja, mythologischen Namen haben. Also mythologische oder halt eben auch arabische Namen natürlich. Ein arabischer Name fällt mir jetzt gerade aber leider nicht ein, aber dafür einen von einem Gott. Hemera. Hemera ist die eine Göttin, das ist die Tochter von Hestia. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh mein Goodness! Oh, aber die kleine Maus hat jetzt keine Abzeichen mehr. Wo sind denn deine Abzeichen hin, du kleine Maus? Oh, kleine Maus. Komm rein, Sandy. Die Stute hat eben gefohlt. Sieh mal, das ist dein Fohlen. Hemera ist gerade zur Welt gekommen. Sie ist völlig erschöpft. Oh, goodness. Wenn du in 3 Jahren wiederkommst, ist sie bestimmt das perfekte Reitpferd für dich. Was? Ich muss erst in 3 Jahren wieder zurückkommen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich möchte auch mein Foli. Hallo Sandy, schön dich hier zu sehen. Es ist schon so lange her, meine Güte, wie du gewachsen bist. Ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Willkommen auf meinem Gestüt. Am besten machen wir einen Rundgang, bevor wir zu Hemera gehen. Oh, ist das Gestüt schön, oder Leute? Ist
der Traum eines jeden Reiters. Danach kannst du dich dann etwas mit ihr beschäftigen. Komm mit, Sandy. Ich zeige dir das Gestüt. Das hier ist unser Bürogebäude. Da sind Lodge und der Laden oder Loge und der Laden. Komm in mein Büro, wenn du an einem Wettkampf teilnehmen möchtest. Das ist der Reitplatz, der perfekte Ort zum Trainieren und Verbessern deiner Fähigkeiten als Reiterin. Du musst kräftig trainieren, bevor du an einem Wettkampf teilnimmst. Hier sind die Boxen. Du musst regelmäßig herkommen und dich um dein Pferd kümmern. Ah ja, okay. Dahinter ist dann gleich die Koppel. Hier ist die Weide, wo dein Pferd sich entspannen kann. Du kannst jederzeit herkommen und dich um dein Pferd kümmern oder ihr einfach nur zusehen. Dieser Weg führt raus ins Gelände, wo du mit Hemera ausreiten kannst, damit ihr euch besser verstehen lernt. Jetzt gehen wir dein Pferd besuchen. Es ist auf der Weide. Aber zuerst möchte ich noch etwas mit dir besprechen. Unten auf dem Bildschirm siehst du zwei Anzeigen. Sie stehen für die Gesundheit deines Pferdes und euer gegenseitiges Vertrauen. So, und jetzt darfst du auf die Weide. Yay, mein Pferd! Oh, da ist sie, da ist sie. Hi! Prima! Der Schwarze hätte auch gut ausgesehen. Seht ihr das? Sieh dir nur Himera an. Sie spielt fröhlich. Hier kannst du dich um dein Pferd kümmern. Fang an, indem du es mit der Pfeife rufst. Wenn es zu dir kommt, kannst du es streicheln oder ihr Leckereien geben. Wenn du dich mit deinem Pferd beschäftigst, lernt es, dich zu mögen. Du kannst auch jederzeit mit deiner Kamera ein Foto von Himera machen. Yay, ein Foto! Himera! Oh, Dutschi! Mensch, ist sie brav. Sie kommt sofort auf rüber. Bist du so fein? Oh, Himera, so fein. Ja, so prima. Oh, jo. Oh, bist du aber hübsch. Oh, du bist so hübsch. Oh, bist du so hübsch. Oh, wollen wir ein Foto von ihr machen, weil sie so cute ist. Oh, bist so cute. Ohne Zähne bitte. Ein Foto ohne Zähne. Oh no, mit Augen zu. Mit Augen zu ist aber nichts, Himera. Ah, oh, so cute. So cute. Wie kommt man hier wieder raus? So. Ah, oh, goodness. Ah, oh, du bist so süß. Du bist so süß. Oh, magst du einen Apfel? Oh, prima. Seht ihr die Wimpern von Himera? Das ist total niedlich. Oh, guck, ein Apfel. So vielleicht? Hat sie uns jetzt noch mehr lieb? Nein. Okay, dann tun wir lieber weiter. Oh, kleine Schnuffelchen kraulen und du bist auch schon prima. Oh, du bist so prima. Oh, so fein. Oh, ist sie schön. Ich finde sie so hübsch. Bist du hübsch? So, das ist die Box von Himera. Darf ich dir François, den Tierarzt, vorstellen? Er wird dir erklären, wie du dich um dein Pferd kümmern musst. Hallo Sandy. Ich werde dir jetzt zeigen, wie du dich gut um Himera kümmern kannst. Wie du siehst, findest du viele Sachen da hinten auf dem Regal. Damit kannst du dein Pferd pflegen. Du kannst auch die Ausrüstung deines Pferdes ändern oder dich umziehen. Du musst Himera füttern, putzen, striegeln und ihre Box ausmisten, damit sie gesund bleibt. Oh goodness. Kümmere dich regelmäßig um sie, ja Logo. Gut, und jetzt zeig mal, wie du dein Pferd pflegst. Benutze die linke Maustaste an allen Körperstellen des Pferdes, okay? Okay. Okay, es ist jetzt nur ein Teil freigeschalten. Jetzt Moment. Wie habe ich das gerade gemacht? Okay. Ah, das macht es automatisch. Okay, also ich muss schrubbeln. Und wenn ich genug geschrubbelt habe. Ja, genau. Wenn ich genug geschrubbelt habe, dann geht es automatisch weiter. Ja, das ist ja cool. Das ist ja nicht schlecht, oder? Ja, das ist ja kein schlechtes Konzept, oder? Was war jetzt?
Habe ich wieder irgendwo geputzt, wo ich nicht putzen darf? Oder? Ach, jedes Spiel, ehrlich. Bei Ostwind hatte ich dieses Problem auch immer. Oh Mann, der Pferdekörper ist aber ganz schön groß. Was jetzt? Oh no, jetzt braucht man noch eine Bürste. Ja, klar, ne? Das ist wie ein echter, hat man auch zwei Bürsten. Eine für den groben Dreck und eine für den Glanz. Ich hatte so eine mega teure Bürste bei meinem Pferd immer. Aber die hat einfach wie keine andere das Pferd. Ach, die ist nicht so anfällig. Guck mal, da können wir drüber schrubbeln wie die Irren. Das hat das Pferd einfach immer so wunderschön glänzend gemacht. Oh, bist du Träumchen mehr da? So, jetzt haben wir noch was? Denn es ist doch eine. Los geht's jetzt da. Das dauert mir zu lang. Ich möchte jetzt reiten oder so. Immer diese Verpflegerei. So, jetzt bist du aber tipptopp. Ja, guckt's mal. Hemera ist jetzt tipptopp. Du solltest dich immer gut um dein Pferd kümmern. Oh, ja, also ich meine, die ist ja super gut gelaunt jetzt, oder? Ich glaub's ja nicht, Sandy. Bist du's wirklich? Sag nicht, du hast deine alte Freundin Justine vergessen. Wie könnte ich dich jemals vergessen, Justine? Ich habe zwar keine Ahnung, wer du bist, aber natürlich erinnere ich mich an dich. Dein Onkel sagt, du wirst eine immer bessere Reiterin. Du warst ja schon immer viel besser als ich, sogar als wir klein waren. Ich freue mich ja so, dich wiederzusehen. Wenn du gerade erst gekommen bist, hast du bestimmt viel zu tun. Also gehe ich erstmal wieder. Bis bald. Bis bald, Justine. Ach ja, die liebe Justine, komm mit, wir setzen unseren Rundgang fort. Okay, da kann ich nicht draufklicken. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Oh Gott, es tut mir leid. Er hilft mir mit der Ausrüstung und dem Lager. Wer hilft? Hallo Sandy, da bist du ja endlich. Okay, er hilft anscheinend. Ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, wie er heißt. Dein Onkel hat mir so viel von dir erzählt. Ich bin Quentin. Aha, er sagt es nochmal, Gott sei Dank. Hi Quentin. Wie du siehst, kümmere ich mich um den Laden. Ja, das ist ja gut zu wissen. Hier findest du alles, was du für dich und dein Pferd brauchst. Du hast bestimmt noch viel vor, also überlasse ich es deinem Onkel, dir weiter das Gestüt zu zeigen. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Bis dann. Ja, bis dann. Servus, Quentin. Das war's, sagt er. Jetzt weißt du, wie du dich um dein Pferd kümmern kannst, damit es gesund bleibt und ihr euch gut versteht. Ich lasse dich dann mal allein. Yay! Ruh dich gut aus, denn morgen fangen wir mit dem Training an. Ah, da ist der Melanie, eine unserer vielversprechendsten Schülerinnen. Oh, die sieht ja schon aus wie so eine dumme Ziege. Die ist bestimmt eine dumme Ziege, wetten wir? Hallo. Ich bin Melanie, die talentierteste Schülerin auf dem Gestüt. Melanie, das glaube ich nicht. Ich habe gehört, dass du hier bist, um das richtige Reiterin ausgebildet zu lassen. Ich habe gehört, dass du hier bist, um dich als richtige Reiterin ausbilden zu lassen. Ja, was dagegen? Da wirst du dich aber anstrengen müssen. Du siehst nämlich nicht so aus, als ob du besonders gut wärst. Besser als du, besser als du. Wir werden ja sehen, ob du an einem Wettkampf teilnehmen kannst, der bald stattfindet. Tja, ich muss jetzt los. Ich habe nämlich noch etwas Wichtiges zu erledigen. Interessiert keinen. Hallo Sandy, wir werden jetzt gemeinsam die Grundlagen des Hindernisspringens durchgehen. Das funktioniert so. Zuerst siehst du dir das Hindernis, das du vor dir hast, ganz genau an. Du musst dein Tempo entsprechend anpassen. Wenn du die richtige Gangart für das Hindernis hast, beginnt die Anlaufphase und du musst den richtigen Moment abpassen, um zu springen. Wenn du das Kommando zu früh oder zu spät gibst, scheitert dein Sprung. Oh boy. Ich habe einen kleinen Parcours für dich zusammengestellt. Die ersten beiden Hindernisse sind Steilsprünge. Du musst im versammelten Galopp auf sie zureiten, oh boy. Danach kommen zwei Trippelbahnen, über die du aus dem Galopp springen musst. Beobachte den Bildschirm, dann wird alles gut gehen. Dann zeig mal, was du kannst. Oh, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Okay, ich, hallo?
Warum kann ich nicht mit WASD steuern? Okay, vielleicht mit dem Nummernblock. Was? Hallo, wie kann ich steuern? Mit der Maus? Auch nicht. Shit. Pfeiltasten? Auch Pfeiltasten. Leute, Pfeiltasten. Das ist ja super strange. Perfekter Sprung! Aber was? Warum muss ich denn mit den. Also ganz ehrlich, da muss man erstmal drauf kommen. Habt ihr das gesehen, wie. Was? Warum habe ich jetzt versagt? Kann mir das jemand sagen? Okay, jetzt Moment. Wieder Pfeiltasten. Das ist komisch. Okay, Konzentration. Concentration. Concentration now begins. Perfekter Sprung! Oh, jetzt müssen wir, Moment, eine andere Gangart wählen. Der schnelle Galopp. Perfekter Sprung! Yes! Hey, wir sehen voll gut aus. Jawohl, ey, wir haben es voll drauf. Die Melanie hat keine Chance gegen uns. Bravo! Okay, das haben wir gut hinbekommen, oder? Gut gemacht, du hast das Training abgeschlossen. Du hast noch einen weiten Weg vor dir, Sandy, aber ich bin stolz auf dich und Himera. Deshalb werde ich euch zu einer weiteren Amateurmeisterschaft anmelden. Ja, cool. In der Loge oder Lodge kannst du dich für Wettkämpfe anmelden. Füttere, pflege und putze dein Pferd und wechsle auch regelmäßig das Stroh in ihrer Box. Kümmere dich gut um dein Pferd, damit es gut in Form bleibt. Ach ja, bevor du zur Box zurückgehst, muss ich dir noch sagen, dass ich eine Überraschung für dich habe, falls du in dieser Meisterschaft ein gutes Resultat erreichst. Du kannst jederzeit zu mir kommen. Alrighty. Oh, Himera. Sie ist so cute. Oh, was müssen wir jetzt machen? Oh, jetzt müssen wir sie einseifen. Okay. So, Nummer Uno. Oh nee, das sind jetzt wieder alle Bodyparts. Ach, schlecht. Also, das dauert ein bisschen. Ich hoffe, wir müssen nicht mehrmals am Tag dieses Pferd putzen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Aber ich will ja nicht immer meckern, aber das ist ein bisschen anstrengend. So noch zweimal, aber da müssen wir das Ganze wahrscheinlich auch noch abwaschen. Ist ja bei allen Spielen so, dass man erst einseift und dann abwäscht, oder? Ja, wo muss ich denn? Ich weiß. Okay, sorry. War ja keine Absicht. Ah, das Abspritzen ist lustig. Nur das Pferd ist danach irgendwie immer noch dreckig. Oh. Das ist das Pferd, seht ihr, das Pferd ist dann aber irgendwie immer noch dreckig. Das ist irgendwie wohl ein Bug oder so. Weil das Pferd müsste ja eigentlich dann sauber sein. Ist es danach aber nicht. Außer es war davor schon nicht dreckig. Was aber keinen Sinn macht. Yay, wir sind so schön jetzt. Du solltest dich immer gut um dein Pferd kümmern. Oh je. Okay, also ich glaube, wir müssen nochmal in die Box und uns nochmal kurz um Himera kümmern. Wir geben ihr jetzt mal Futter. Oh, jetzt ist sie glücklich.
Yay, also das Stroh sieht noch gut aus, hätte ich gesagt. Dann, ja, hätte ich gesagt, das ist für heute der erste Teil, dass es reicht. Ja, ich denke mal, wir fangen dann morgen mit dem Training an. Ich bin super gespannt, also natürlich für das Spiel morgen. ja, Horse Life wird, denke ich, ja, ein bisschen genauso sporadisch kommen wie Ostwind quasi. Und ja, immer wenn ich ein bisschen Zeit habe, um Horse Life zu spielen, werde ich es natürlich aufnehmen. Ihr werdet mit mir die komplette Story spielen. Hoffe ich. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das neue Let's Play gefällt. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!